4 Uhr morgens. Wer wird es sein? Es ist natürlich Hannah. Starke Frau. As always. So. Hä? Jawohl. Kann man duschen. Das erste. Und dann volle Kanne hinterziehen und. So, da wollen wir mal ran. Ja, guck sie dir an. Ey, wer so aussieht, der ist einfach fit. Der weiß. Rande. Ich finde das so geil, ne? Die ganzen Sachen mit Sims 3 kannst du halt so geile Persönlichkeit machen. Und die sehen halt auch, sieht halt auch muskulös aus und halt richtig fit. Und da weißt du genau, sie macht es klar. Ja. Und wir haben sie gesehen, als sie auf dem Tisch getanzt hat. Also sie ist. Das ist schon nice. Musst du eigentlich heute los? Nö. Erst wieder morgen und du weißt noch, wenn du denn Dings bist, Astronauten, hast du nur einen Tag Arbeit, weil du ja im Weltraum bist. So lange. Du bist ja dann halt sozusagen. Verdammt nochmal. So. Ran in die Schmulle. Weg. Das ist Latrinenputzen, das kennt man. Immer rein da. Das ist ja widerlich. Sieht aus, als wäre das eine alte Toilette als kaputte Toilette. Das musste sie machen. Am Anfang, bevor sie aufstieg. Oh, verdammt. Das ist ja ekelhaft. Ab und selbst reinigen. Ja, das machen wir mal nicht. So, was muss die Geschicklichkeit? Natürlich. Das macht sie ja gerade, ne? Fast. Und Sport, das machen wir ja auch. Ja, ich glaube, das wollen wir mal, ne? Säubern. Benutzen. Und dann erstmal Klimmzüge machen. Was los? Boah, was ist da los? Beide Kiddies wach. Du isst natürlich erstmal eine Müsli. Und du machst das gleiche. Nee, du isst den Salat. Die sind auch so. Warum rennt er? Der rennt ganz schön. Mit seinen Schlubber da, ey. Ja, so ist er halt, ne? Wie war eigentlich dein Tag, meine Liebe? Ne, wie spricht er eigentlich? Alles klar, soweit, ne? Ich hab eine neue CD. Ich hab eine neue CD, die müssen wir. Sehr schön. Wir brauchen eine neue Maus. Ja, morgens erstmal. Richtiges Tempo. Ordentlich. Schweißfrei. Fit bleiben, immer fit bleiben. So sieht es aus. Alter, wie sie rennen. Und sie sofort am Rechner. Ist ja klar. Und sie, er macht natürlich erstmal ein paar Pfannkuchen. Yuki, das musst du auch mal versuchen. Das ist total gut für dich. Du wirst richtig fit sein. Und yeah, du bist fitter. Siri. Und noch ein. Und zweitens. Und jawohl, guck dir an. Ja, ja, so. Und links. Und hoch da. Training. Ja, ich meine, ne? Fit. Aber auch so ein Ding. Muss an die Tür klemmen und dann kann ich das auch machen. Aber falsche Haltung. Ganz falsch. Ne? Also immer die Hände andersrum. So, hochziehen. Das ist also nicht richtige Haltung. Was ist denn da los mit euch? Junge, was willst du? Beschwerde anhören, halt die Fresse, du. Ich über schmutziges Geschirr beschweren, Alter. Jo, Luca. Halt's Maul. Echt. Depp Pausen. So, ich spiele dann Bass. Alleine.
ohne Freunde und lasst die Yuki. Die hat keine Zeit dafür. Sie will zocken. Wo ist hier zocken? Hier im Computerspiel spielen. FIFA. Hier ist. Guck mal mal. Ey, was willst du von mir, Penner? Bitte zieh dir was an. Naja. Der Boss. Ich finde es total. Das ist mein Boss. Das ist der Boss hier. Ich weiß gar nicht, wie ich sprechen soll. Ich weiß nicht, ob ich so sprechen soll. Aber ich stimmt, ich wollte ihn ja so sprechen, natürlich. Ja, ein bisschen. Was soll das, du dumme Sau? Schwarei oder was? Jawohl. Ich bin ja wohl der Star oder etwa nicht. Ein bisschen überzogen, aber so. Du dumme Sau. Ja, yeah, so. So, grüß dir morgen, liebe Familie und Freunde. Wir machen ein paar Pfannkuchen für euch. Seid bereit und mit schönen Milch. Diese Milch ist frisch aus unserer eigenen Anbau, unserer eigenen Formen. Das wissen wir genau. Von damals. Da ist auch eine Milch. Schön die Tonleiter einmal durch. Naja, muss auch sein Rauser schlafen. Warum hast du so eine andere Frisur? Achso, nee, das macht Sinn. Doch, macht Sinn. Seine Frisur macht jetzt Sinn. Von der Länge her auch. Ja. Das ist ein Familienbild. Der Opa macht Pfannkuchen. Der eine spielt seinen Bass. Der andere spielt Schach. Und Hanna macht... Jägers Bude musste wegen unzureichender finanzieller Mittel vorüber schließen. Auf dem Geschäftskonto von Jägers Bude befinden sich nun minus 15 Simoleons. Zahle Geld auf das Geschäftskonto ein, Konto von über 0 Simoleons zu erreichen und das Geschäft wieder öffnen zu können. Ja, nun, ne? Also, da habe ich nichts mehr mit zu tun. Ich bin jetzt bei Kunterbunt. Was? Ja, ne? Leuchte ist und fertig, ne? Leicht auch fest und fertig. Essen? Aber Hunger. Nee, warte, du wartest mal. Warte mal. Nur gut, Papa, ne? Aber mach schnell, ey. Ich ablenke euch, verbrennt die Scheiße. Mann. So, noch ein bisschen. Hopti-lopti. Oh, das ist auch, guck mal, goldbraun jetzt. Los. Wunderschön. So. Also, wenn das nicht lecker ist, dann weiß ich auch nicht mehr. So, ja. Kraut hinzufügen, dann guck mal. Da fehlt noch was, Vater. Nur ein bisschen hier was von. Gibt dir richtigen Kick, ey. Komm, Posse. So macht man das, Alter. Mir geht's so richtig ab, ey. Mit diesen Schweinereien von Drogen habe ich nichts zu tun, junger Mann. So, egal. Ey, Hanna, komm mal, wie ist denn hier? Gleich. Nur noch ein paar. Ich hab's gleich geschafft. Ich muss. Come on. Ja, so ist es. Meine. Bis zum. Das ist kein Problem für mich. Und du? Schöne Klänge sind das für meine Ohren. Jetzt muss ich aber erstmal duschen gehen. So. Da ist er, aber das kannst du mal machen. So, und du kannst dann mal malen, und zwar Mittel. Na, wir brauchen die Kohle. Am 9000, aber trotzdem. Hm.
Ja, aber ernsthaft, wir könnten uns eigentlich mal einen neuen Herd kaufen. Wir ja da die Kohle haben. Den, ne, Herde. Wir hatten jetzt so eine, können wir uns ruhig mal hier für 1000 in schön Ritt. Ja, nice. Na, man muss ja ein bisschen, der Kühlschrank wäre auch so ein alter, der da ist hoffentlich nicht dringend. Mal einfach austauschen zu so ein Schickimicki. Na, wenn schon, denn schon. Und ansonsten alles andere ist eigentlich okay. Die Toilette ist eigentlich schon eine gute Toilette, oder? Nee. Da können wir sogar die nehmen. Perfekt. Man muss ja ein bisschen fit gucken und so, ne? So. Ja, ansonsten eigentlich alles soweit okay. Ja, man muss ja ein bisschen investieren. Das sieht doch schon nice aus. Server 7 erreicht, jawoll. Sehr wunderbar, jetzt kann ich ja mal was gönnen hier. Was sagt Pfannkuchen? Ich bin dabei. Oh, muss rumgehen hier. Warte. Nur was halt für meine Sendung. Schnauze halten, sonst gibt's auf die Schnauze. Ich habe eine Medaille verdient. Jawohl. Shopping. Cloud, natürlich. 47 ungezwungen. Jo, Hanna geht immer so Partys. Ist doch klar. Auf den Sonntag. Nun, das hat keinen gesehen. Und hier, ich mache hier gerade meine inneren, ne, die Straße des Glücks. Die führt zu ganz tollen Gegenden, ne, und so. Das ist gerade so ein bisschen, ich muss gerade überlegen, was mit den einzigen. Hallo? Wo ist. Ach, guck mal, er macht sich. Er rennt ja wirklich hier. Was? Was heißt Blitzende Blenden? Das geht so nicht. Selber muss sein, es muss selber sein, Blitzende Blenden. So. Oder etwa nicht? Dann muss ich aber schon aufs BD. Können mich mal treffen mit einigen. Ja, ich ja. Mit dem Kerl, der. Ist ein Freund. Aber mehr auch nicht. Aber er ist hier schnuckelig. So. Jawohl, natürlich. Unmachvorteil ist natürlich erstmal Smartphone. Hier an ihn hier so. Habe ich ja Bewunderung und dann gehen wir natürlich ran. Wer nervt denn jetzt ihre? Nicht. So, und sie. Oh. So, hallo, wer nervt denn jetzt? Hier, bitteschön. So, was wollen Sie? Ivy. Ach so, du bist die Feenqueen. Das ist nicht was anderes. Was hast du mir zu berichten? Oh, sweet. Ich muss mal rennen. Ich spüre es. Oh yeah. Das meine ich doch. Was ist denn das für eine geile Familie, ne? Alles Bekloppte, aber für sich. Ne, hier haben wir Gamer Girl. Nerdig. Hier haben wir den Opa, der. Keine Ahnung, nur. Tailshop schaut. Die dancende Tante in Militärkleidung und den Vater, der immer malt und. Hier unseren Fancy Boy. Ist doch einfach geil. Das ist das Leben, yo. Morgen geht's wieder raus an die Front. Und ich bin dabei. Jawohl. Apropos Geschicklichkeit. Haben wir nicht. Dann wird die gute Hanna einfach mal zur Bücherei fahren und ein bisschen was kaufen. Wo ist denn hier? Das müsste doch da sein. Buchhandlung, Bücher kaufen. So, und ich sehe auch schon, die Zeit neigt sich langsam am Ende. Für die ersten zwei Folgen so ein bisschen reinkommen. Und wie gesagt, was ist da los? Hör mich an, Großvater. Es gibt etwas zu melden. Und das ist,
Ich schwärme von Comic-Heften. Sie sind großartig. Lust zu lesen. Level 6 erreicht. Jawohl, das ist aber, was hier los ist. Freunde der Nacht. Okay. Wer nervt in der Hose? Jedenfalls, wie schon gesagt, ich werde dafür sorgen, dass Luca älter wird. Und das heißt, ja, dann wird er am Montag seinen Abschluss haben. Also das machen wir nächste Woche. Und dann sollte, also am besten, ja, Montag. Also, ich werde ja auf einen Geburtstag feiern. Ich will ihn einfach Eltern lassen. Ich glaube, wir kaufen einen Geburtstagskuchen, das machen wir schon mal. Und dann schauen wir mal. Oh, das ist ja lauscheiße. Warte mal. Geil. Geil Rausch. Geile Geräuschkette. Ich höre dich. Was? Ah, komm hier, das kann sie doch haben. Finden. Nein, wo ist denn hier Geschicklichkeit? Band 2, das brauchen wir. Und 3. Und das war's. Ein paar Notenblätter für Gitarre. Ja, ich will hier und das kann man hier kaufen. Hier, zack. Und dann müssen wir nochmal schnell einen Geburtstagskuchen kaufen. Das kannst du mal hier machen und zwar Lebensmittelschätz kaufen. Gut, Güten. Ganz normal, wir brauchen hier wieso zu Hause da internale Geburtstagskuchen. Und alles andere ist Quark mit Soße. Okay, das soll es gewesen sein. Jetzt haben wir einen Geburtstagskuchen. Das heißt, nächste Woche wird denn der gute Luca zum jungen Erwachsenen werden. Und mal schauen, was wir denn so machen. Bis dann also. Ciao, ciao.